eures Mutoid erweckt, denn heute geht es um diese Form hier und warum Mathematiker extra nach ihr gesucht haben. Aktiviert die Glocke. Wenn ihr zum Beispiel Ziegelsteine aneinander baut, entsteht irgendwann ein lückenloses, sich wiederholendes Muster, welches man hier auch schön sehen kann. Das kennt man ja aus Innenhöfen. Und wenn wir nun einen Bereich anschauen, würden wir irgendwo anders auf diesem Feld nun ebenfalls das gleiche Muster finden, also in diesem Fall sogar direkt daneben. Und das kann man auch mit Dreiecken machen. Oder Hexagons. Ach so, und es ist wichtig, dass das Ganze lückenlos passiert. Und da gibt es ebenfalls noch mehr Formen, die das können. Man nennt das Prinzip nämlich periodische Kachelung. Periodisch, weil es sich zuverlässig wiederholt. Und zwar für immer! Aber es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, Teile puzzelartig so anzuordnen, dass niemals das gleiche Muster entsteht. Die sogenannte aperiodische Kachelung. Also unendlich viele Möglichkeiten in einem Muster. Und bis zu diesem Jahr fand man noch keine Möglichkeit, sowas mit nur einer Form zu machen. Es waren bisher mindestens zwei verschiedene Formen nötig, um sich so etwas zusammenzupuzzeln. Die Penrose-Kachelung oder auch Penrose-Parkettierung ist ein sehr berühmtes Beispiel dafür. Man hat nur sowohl diese Kachel hier, den dicken Rhombus mit einem Innenwinkel von 72 Grad und 108 Grad und dieses Teil hier, den dünnen Rhombus mit einem Innenwinkel von 36 Grad und 144 Grad. Und wenn ihr diese Kacheln jetzt zusammenbauen, würde sich daraus ein solches Muster ergeben und man sieht schon, wie es hier anfängt, anders auszusehen. Und genau da wurde erst 2023 diese Form hier gefunden. Denn das mathematische Problem war folgendes. Es wurde eine geometrische Form gesucht, die man im gedrehten, verschobenen und oder gespiegelten Kopien ohne Überlappung und lückenlos aneinanderfügen kann, die aber dennoch aperiodische Muster erzeugt. Und zwar für immer! Und so haben Mathematiker dann irgendwann die Einstein-Kachel entdeckt. Und das hat tatsächlich nichts mit Einstein zu tun, denn es beschreibt literally das Problem. Und zwar, dass man das Ganze mit einem Stein lösen soll. Die Einstein-Kachel. Der Name war also nur als humoristische Anspielung gedacht. Und da Witze erklären so ziemlich das Lustigste überhaupt ist, solltet ihr dringend all euren coolen Freunden davon erzählen. Ich hab Freunde. Das ist jedenfalls die Form, also habe ich meinen 3D-Drucker angeworfen und sie danach auch wirklich in den Händen gehalten. Und so sieht es aus, wenn ich etwas damit zusammenpuzzle. Und tatsächlich passen hier alle Teile an vielen Stellen wunderbar zusammen. Ich könnte dieses Teil jetzt hier anbringen, aber auch hier. Und dann findet sich trotz dieser komplexen Form immer wieder das passende Puzzlestück. Und zwar einfach so. Was bei dieser komplexen Form, ein Hut, wirklich bemerkenswert ist. Das passt jetzt wieder hier ran. Und wenn wir jetzt immer weitermachen, ergibt sich immer wieder eine passende Stelle fürs nächste Teil. Ich sag's wieder. Bei dieser Form hier. Das ist total bemerkenswert. Lückenlos und halt aperiodisch. Es wiederholt sich niemals und ist auch ein echt interessantes Puzzleteil. Also es macht wirklich Spaß, das alles hier gerade zusammenzubauen. Die verschiedenen Farben sind einfach nur designtechnisch gewählt. Aber ohne Witz, diese Form wurde tatsächlich zufällig entdeckt, weil ein Typ ein Puzzle erstellen wollte. Ein besonderes Puzzle. Die Forschenden haben lediglich den Beweis geliefert, dass das Ganze aperiodisch ist. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Beziehungsweise seht ihr es nicht, da sich dieses Muster ja niemals wiederholt. Die sieht wie ein Hut aus. Und das Allerspannendste daran, es wurde nicht nur eine Einstein-Kachel gefunden, sondern unendlich viele. Gleichzeitig. Denn es gibt zwar ein paar Referenzeigenschaften, welche vorhanden sein müssen, aber man kann eigentlich mit den Längen und Winkeln schon variieren. Und da sich dabei die Form verändert, aber sich in diesem Übergang immer noch Einstein-Kacheln, die so funktionieren, finden, sind es unendlich viele Formen. Und es wäre doch ein echt lustiges Mathe-Meme, mit sowas seinen Boden zu kacheln. Man braucht ja nur noch eine Fliesenform und es sieht gut aus. Und das Internet stimmt mir dazu, denn die
Kacheln sind ja 3D gedruckt und auf Thingiverse war auch schon die ganze Community wie verrückt am Rumdesignen. Es gibt zum Beispiel Desk Organizer mit einer Abwandlung dieses Designs, aber die Klemmbausteine haben es mir richtig angetan. Tipp auf den Daumen nach oben und abonniere Tüchtastisch, wenn dir sowas gefällt. Und Skutoide sind ein dreidimensionaler Körper, welchen Forscher erst vor kurzem gefunden haben.